Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehe ich den Kamphauser Schachtweg Nummer 2. Er ist etwa 14 Kilometer lang und wenn ihr wissen wollt, wie dieser so ist, dann bleibt dran. Momentan laufe ich einfach nur durch ein Wohngebiet von Duttweiler. Deswegen kann ich momentan auch nicht viel filmen. Ich musste gerade durch ganz Duttweiler laufen, durch die Fußgängerzone, über Straßen etc. Und jetzt bin ich erst wieder in einem Wald angekommen. Mal gespannt, wie lange. Und schon bin ich im nächsten Wohngebiet von Duttweiler. Ohne GPS-Datei würde hier gar nichts gehen. Ich hätte mich schon gnadenlos verlaufen bzw. ich wäre vom Startpunkt gar nicht weit gekommen. Noch etwa 3 Kilometer, bis ich wieder am Auto bin. Die Tour hat mir persönlich nicht so gut gefallen, da ich zu viel an den Hauptstraßen und durch die Ortschaften laufen musste. Aber das ist ja jedem sein Ding. Hauptsache man ist draußen in der Natur. Gerade einen älteren Wandersmann getroffen, der sagte mir, er meinte, dass die Schachtwege nicht mehr gepflegt werden, sprich, dass die überhaupt nicht mehr vorhanden sind. Weiß da irgendjemand darüber Bescheid? Weil auf der Saarwaldverein-Webseite stehen die 3 Wege noch dabei. Ich bedanke mich, dass ihr wieder reingeschaut habt. Wenn es gefallen hat, einfach einen Daumen hoch. Und wenn ihr möchtet, lasst einfach mal ein kostenloses Abo noch da. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehe ich den Kamphauser Schachtweg Nummer 2. Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehe ich den Kamphauser. Und schon bin ich im nächsten Wohngebiet. Es sind jetzt noch etwa 3 Kilometer, bis ich wieder am Auto angekommen bin. Die Tour hat mir jetzt nicht so viel gut. Ich bedanke mich wieder, dass ihr reingeschaut habt. Wenn es gefallen hat, einfach einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch kein kostenloses Abo da habt. Ich bedanke mich, dass ihr wieder reingeschaut habt.